liebe Freunde, Teil 3, der letzte Teil und der letzte Teil der Zusammenfassung über die Arbeit mit den Stäbchen im Stäbchenweben oder Stabweben. Das habt ihr schon gesehen und das ist mein jetziges Werk, so einfach wie möglich, damit es auch fast jeder nacharbeiten kann, wenn er möchte. Und um diese Extras geht es diesmal, um glatte Flächen und ein paar kleine Spielereien. Viel Spaß damit! Die ersten Tipps und Tricks. Ihr seht hier schon ganz deutlich, ich habe die Stäbe verkehrt herum eingesetzt. Wie ihr euch denken könnt, die Schlaufen muss man ja verknoten und die Knoten können ein Hindernis sein. Beim Durchziehen zum Beispiel. Oder bei Material, das etwas empfindlicher ist. Wenn man was mit Lurex zum Beispiel hat, kann sich dann so ein Knoten in feine Fäden einwickeln und das zerreißen oder Schlingen ziehen. Und um solche Zwischenfälle zu vermeiden, kann man die Stäbe also umgekehrt hineinsetzen. Das geht einwandfrei. Und wie ihr hier erkennen könnt, gibt es noch einen zweiten Trick, nämlich wenn man ein Muster hat, bei dem man den Überblick nicht verlieren darf, also für die Fortgeschrittenen, dann gibt es einen Trick, um den Überblick zu behalten, nämlich, wie ihr hier seht, man zieht die Stäbe nicht ganz und gar raus aus der Arbeit, sondern nur so weit, dass ein oder zwei Reihen noch auf den Stäben sitzt und steckt es dann damit hinein. Das macht man dann die ganze Reihe hindurch. Es ist egal, wenn mal eine Reihe mehr oder weniger auf einem Stab sitzt. Hauptsache ist, der letzte Mustergang sitzt noch auf den Stäben drauf. Und dabei nur achten, dass die Webfäden nicht mit eingeklemmt werden. Also rausziehen, vorsichtig durchziehen, mit dem Finger nachfühlen, wo der Stab herausgedrückt werden muss und dann wieder einfügen. Und wenn alles sitzt, dann zieht man unten an den Kettfäden etwas straff, nach oben etwas straff, damit das wieder fest sitzt und kann dann die ganze Arbeit nach unten drücken, ganz nach unten drücken und hat jetzt einen guten Anschluss an das Muster. Man sieht also überall genau, wo die letzte Reihe war und wo die letzte Wendung war. Und somit kann man sich eine Suchaktion auf Musterfolge vermeiden. Das kann man sich sparen. So, das mache ich jetzt mal weiter bis zum nächsten Tipp. So, nun kommen wir zu den nächsten Besonderheiten, nämlich eine senkrechte Verbindung. Das geht auch ganz einfach. In der waagrechten wechselt man einfach den Schussfaden. Und dann hat man eine andere Farbfläche. In der waagrechten kann man das natürlich auch machen, aber man muss einen Trick anwenden, sonst gibt es einen Schlitz. Webe ich einfach hin und her, so wie hier, dann ist zwischen diesen zwei Stäben ein Schlitz, das heißt eine Öffnung, die man auch verwenden kann, um einen Reißverschluss einzuarbeiten oder Knöpfe oder einfach nur auflassen auf der Rückseite von einem Kissen zum Beispiel, um das Inlay hineinzuschieben. Will man das nicht haben, dann gibt es einen Trick, nämlich das Verkreuzen der Fäden. Einmal nur herum. Beide Farben, die rechte, das ist der rote, der geht einmal ganz rum um den grünen. So, und damit hat man eine Verkreuzung, die sich gegenseitig hält. Und das verhindert die Lochbildung. So,
Ihr seht, und das kann man an jeder Stelle machen, bei der Farben gewechselt werden müssen in der Waagrechten. Ich könnte also hier nur einen Streifen mit zwei Weiß nach oben bringen und habe dann hier eine Verkreuzung und hier eine Verkreuzung. Einmal mit Rot und einmal mit Grün und in der Mitte Weiß. Die Diagonale habe ich euch ja schon gezeigt. Und das geht total einfach. So, der nächste Trick oder Information. Sagen wir erstmal die Information. Ja, die Information ist wichtig für euch, nämlich ich habe hier ja das fertige Teil, das ich schon vorher gemacht habe. Und nach der Information, die ich euch im zweiten Teil gegeben habe, mit der Diagonale, ja. Jetzt habe ich das als Einzelteil nach unten geschoben und das geht ganz einfach. Nämlich, ich habe meine Enden zusammengeknotet und zwar immer zwei Bündel. Ihr seht, je ein Stock, ein Webstückchen, hat zwei Fäden und je zwei habe ich zusammengefädelt. Das muss sein, damit die Reihen gesichert sind, damit nichts herausrutscht. Wenn man also nur zwei Stück zusammenknotet, dann gehen die Knoten natürlich durch die Reihen zurück und dann geht alles wieder auf. Also es müssen immer zwei Bündel sein, die verknotet werden. Nach dem Knoten habe ich Stückchen für Stückchen nach oben gezogen und das ganze Webstück nach unten geschoben. Also immer die Kettfäden durchgezogen bis zum geht nicht mehr, also bis alles unten war. Und damit habe ich jetzt mein erstes Stück schon einmal auf Nummer sicher hier unten. Wie ihr seht, ist dieses Stück breiter als das Teil, das ich gerade webe. Es ist genau die gleiche Stöckchenanzahl. Also wird das Gewebte, wenn man es herabnimmt, wenn man es wegnimmt, breiter als schmäler. Im Gegensatz zum Webstuhl. Der Webstuhl, da sagt es, heißt es ja auch immer, wenn man ein Webstück ausrechnet, muss man eine Schrumpfung mit einberechnen. Also hier wird es breiter. Und das ist wichtig für diejenigen, die zum Beispiel Filzwolle verarbeiten. Das wird eine ganz tolle Arbeit, wenn man Filzwolle nimmt. Und dann heißt es aber wirklich nicht drauf losarbeiten, sondern ein Bröbchen machen, wenn es eine bestimmte Größe haben soll. Dann nimmt man einfach so 6 bis 10 Stäbe und 6 Stäbe reichen meistens aus. Aber 10 sind natürlich noch besser. Und macht eine Webprobe, das heißt, man nimmt von der Filzwolle, die man verarbeiten will, und webt ein ganzes Stück, so ein Stängchen voll, und verknotet das dann alles und verfilzt es. Misst es vorher ab und nachher ab. Und dann hat man die Prozente, die man einrechnen muss. Das heißt, ich möchte ein Webstück haben, das 40 cm hat, habe vielleicht für 10 cm eine Webprobe gemacht und die 10 cm sind auf 6 cm geschrumpft und dann kann man das ausrechnen. Also das ist schon ein Rechenexempel, das die meisten versierteren Weber kennen. Und nur einfach zur Information. Wer so etwas macht und nicht verfilzen will, der muss also nicht unbedingt mehr an Breite rechnen, sondern eher weniger. Ja, gut, das ist das Zweite. Und das Dritte, was ich euch noch sagen möchte, an Extras, das Vierte kommt ganz zum Schluss, ihr könnt auch Fransen machen. Das wird sich natürlich besser auswirken, wenn man einen Faden zum Weben nimmt statt zwei. Aber es geht auch mit zwei. Das heißt, ich kann Fransen arbeiten.
Und zwar ist das ein Knoten, der aussieht wie der Makramee oder der Oki oder ein Knoten, den ich auch schon mal vorgestellt habe. Nicht nur bei Oki und Makramee, sondern bei der Netzarbeit. Das ist genau der gleiche Knoten. Also eine Schlinge und zwei Finger und hier macht man eine Schlaufe dazu. Und diese Schlaufe kommt auf einen Stab. Und dann zieht man das fest. Und noch einmal mit zwei Fäden, wenn man es dicker haben möchte, nimmt man zwei Fäden und macht das gleiche mit zwei Fäden und zieht das drüber. Und im Nachhinein, wenn alles fertig ist, kann man das dann beschneiden, soweit man es möchte. Und nachziehen natürlich. Wenn das Stöckchen durchgezogen ist, wird auch hier dieser Durchmesser weniger, also muss man das ein klein wenig nachziehen. Und damit kann man schöne Fransen einarbeiten als Schmuckelement. So, und jetzt geht's weiter. Und dann kommt noch ein bisschen was, was die Verarbeitung am Ende angeht. Wie geht's weiter? Kommen wir noch zu ein paar letzten Tricks. Das eine ist, gefällt mir das, was ich gemacht habe? Ist das änderbar oder nicht? In diesem Fall muss ich sagen, ist es änderbar, denn wir haben ja die Fransen eingeknüpft. Sind wir irgendwie zu der Erkenntnis gekommen, es ist zu viel oder zu wenig? Ist das ganz einfach zu ändern, nämlich man macht den Knoten, den Knüpfknoten auf. Nur rausziehen. So, und schon hat man das weg, was man nicht möchte. Ist man zu der Erkenntnis gekommen, ich brauche noch ein paar Fransen mehr, ist das im Nachhinein auch noch zu machen, nämlich mit einer Häkelnadel. Dann nimmt man so die Fransen so, dass die Schlinge in die Nadel geht und durch diese Schlinge gehen die Endfäden durch. Und somit hat man einen Knüpfteppich, Knoten und wieder eine Franse drin. Es ist also überall möglich, wo man an die Kettfäden herankommt. Nun habe ich zwei Seiten davon und könnte zwei Teile machen, aber ich möchte dieses Teil als, ja, als Vorzeigeobjekt benutzen, als Demonstrationskissen quasi und werde daraus ein Kissen machen. Und dazu muss ich natürlich auch die Seiten schließen. Und das geht auf verschiedenste Art, wie ich in den letzten Videos gezeigt habe, entweder durch Vernähen, dann müsste man jetzt die Knoten öffnen und müsste die Fäden von Vorder- und Rückenteil, das wäre in diesem Fall hier, einmal die Fäden von vorne und einmal die Fäden von hinten, müsste man dann einzeln verknoten und natürlich auch noch verwahren, so wie ich das gezeigt habe, mit dem Einhäkeln in die einzelnen Reihen. Die Seiten müssen nicht verknotet bzw. verwahrt werden, die kommen ja dann nach innen. Die muss ich einfach nur zunähen und zwar genauso wie das mit dem Verwahren geht. Ich nehme mir eine dicke Nadel oder eine Häkelnadel und häkle einmal auf der einen Seite und einmal auf der anderen Seite immer zwei Schlingen zusammen. Ich zeige das mal kurz da oben, wenn ich hier anfange. Dann muss ich hier einmal hinein in die Randschlinge und häkle meinen Nähfaden durch. Die eine Seite, dann gehe ich auf die andere Seite. Und nehmt da auch so ein oder zwei Reihen, muss natürlich immer gleich sein
und nähe so mit der Häkelnadel weiter zusammen. So, immer auf der einen Seite und dann die andere Seite abwechselnd, und somit bekomme ich die Seiten zu geschlossen. Ich lasse die Seite kommt zu, die wird zugemacht, die wird natürlich auch zugemacht. Ich mache keinen Reißverschluss, ich mache keine Knöpfe oder sowas, sondern ich werde eine Seite nur mit einem Faden zunähen und den dann nur oben und unten einmal verknoten, damit ich das Inlay wechseln kann. Ich muss den Knoten aufmachen, das Ganze herausziehen und dann eben wieder zunähen, wenn es notwendig ist. Da das aber ein Vorführobjekt ist, brauche ich das ja mit dem Waschen nicht so oft zu machen, wenn überhaupt irgendwann einmal. Und hier unten werde ich auch nicht verwahren und vernähen, sondern ich verknote. Und das ist eine der Möglichkeiten, die man hat. Ich habe hier das Vorderteil und auch ein Pärchen wie hier, die ich schon verknotet habe. Dann geht es rein in den Knoten von der hinteren, vom hinteren Teil. Da ziehe ich die eine Hälfte der Fäden vom Vorderteil durch und mache jetzt einen Schlingknoten. Und den Schlingknoten, den führe ich mit der Häkelnadel so weit nach hinten, dass er Anschluss am Gewebten hat. So. Und damit habe ich geschlossen, die Unterseite geschlossen. Und kann jetzt nur noch abschneiden. So, nun sind die letzten Stiche dran. Das heißt, Seiten zu und ein paar Fädchen noch verwahren. Dann habe ich das Projekt beendet. Also ein Kissen, in dem ich fast alles zusammengefasst habe, was es zum Stabweben zu wissen gibt und wichtig ist für die Anfänger, für die, die noch nicht Bescheid wissen über die Stabweberei. Ich hoffe, es war hilfreich und ich konnte euch animieren, euch eventuell auch an dieses Hobby zu wagen, und sage damit Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bleibt gesund.